Zebrastreifen. How to use a Zebrastreifen, richtig? Wir haben es nach Surabaya geschafft. Es ist laut, es ist bunt. Es ist Asien. Es ist Asien. Indonesien. Wir bleiben aber eh nur eine Nacht. Ja. Hallo. Wir wissen gar nicht, was wir jetzt sagen sollen. Wir haben einfach irgendwie das nächstbeste Hotel in Surabaya heute Morgen gebucht, weil wir ganz spontan hinzugenommen haben. War recht günstig mit, was haben wir bezahlt? 17 Euro. Ja. Frühstück ist auch dabei und ja, macht euch selber ein Bild davon. Bei Tag würde dieser Boden wahrscheinlich glänzen. Es ist ein Zimmer. Hallo. Mit Daniel. Ja, so Kleinigkeiten für Kaffee am Morgen. Spiegel. Hallo, hallo. Und ja, ist ganz nett hier. Ja. Im Hotel Wynn. The Wynn Hotel. The Wynn Schlappen. Always be a winner. The Wynn Hotel for all winners. Ja, das steht tatsächlich da oben. Ja, wir haben sogar ein Safe. Wir haben zwar unseren eigenen dabei, aber trotz allem. Ja, und ganz nettes Badezimmer. Hallo. Und wer möchte sogar Zahnbürsten und ja. Achtung, in der Dusche ist es nass. Achtung. Wieso? Nee. Wo steht das denn? Hier steht, Achtung, da ist Glas. Achtung. Wet floor. Ach, da drüber. Und es ist Glas. Achtung. Ja. Ich glaube, hier kann man eine Nacht ganz gut schlafen. Morgen früh hauen wir wieder ab nach dem Frühstück, aber hey. Es geht weiter von Surabaya nach Probolinggo. Warten, warten, warten. Bis der losfährt. Wir sind als erstes angekommen in Timor-Laban und im Hintergrund sehen wir schon ein bisschen was. Bomo! Bomo! Say it again! Bomo! Batuk! Bomo! Riesenfinger! Bomo! Wir sind in einem Warum und essen jetzt zu Abend. Es gibt Reis mit Hähnchen und Kokosnuss, Nudeln, alles zusammen. Wir sind gerade noch am Grill vorbeigegangen und es gibt Saté-Hähnchen. Wer Saté nicht kennt, das ist ja auch kennt man ja eigentlich. Erdnusssoße. Es wird auch so ganz verrückten kleinen Grills dann gebraten und es sieht dann so aus. Saté Ayam, ne? Ayam ist Hähnchen. Mmh, lecker. Mmh. Holzkohle gegrillt. Naja, und auch auf Asche. Ja. Guten Morgen. Morgen. Es ist 3 Uhr morgens. Wir stehen gerne für Sonnenaufgänge auf und schauen uns jetzt den Sonnenaufgang über dem Promo an. Los geht's.
Stunden später. Es ist rappelvoll. Der Sonnenaufgang war wunderschön und so sieht es gerade aus. Momo! So, wir sind angekommen. Promo! Das ist eine Promo, der Krater. Wir stehen am Rand. Und er dampft. Der Schwefel. Rechts oder rechts? Ja. Direkt am aktiven Vulkan. Hatten wir noch nicht. Um drauf zu stehen? Nee. Selbst hochgelaufen. Promo! And you mostly like tea, right? Yeah, I drink a lot of tea at home. I don't really. Guten Morgen. Moin. Gute Nacht. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt. Wie spät haben wir denn? 20 nach 12. Also gerade der neue Tag begonnen. Wir werden jetzt mit einem Guide auf den Ijen fahren. Und uns eine blaue Flamme ansehen. Hoffentlich. Ja. Auf geht's. Auf geht's. Ja, es ist ein Vulkan. Wir sollten es gleich auf dem Vulkan. Sorry. Again. Now you're a dentist. Okay. Nochmal.
Wir gehen jetzt gleich auf den Vulkan. Wir stehen auf dem Ijen. Hier unten ist der Kratersee. Jetzt gerade ist es ein bisschen nebelig. Wir waren gerade da unten, haben blaue Flammen gesehen. Es war überwältigend schön. Das ist der Wahnsinn.
da was gesucht. Ist nicht das unbedingt, was wir so gerne mögen, weil es sehr touristisch ist. Aber es ist nur für eine Nacht. Wir gehen jetzt zu so etwas essen gegangen und morgen geht es weiter nach Florenz.